Gründe, warum du dir das neue Resident Evil 4 Remake kaufen solltest. Ein Kritikpunkt von dem alten Resident Evil 4 war damals, dass er an eine Action-Show statt an eine Horror-Show erinnert. Mit dem Remake wollte man dies ändern. Die Atmosphäre wurde düsterer, schon allein in der Demo merkt man, dass es viel dunkler geworden ist und dass man merkt, yo, man spielt wirklich ein Horrorspiel. Es kann tatsächlich mal sein, dass man sich vielleicht mal von einem Zombie, der plötzlich um eine Ecke kommt, erschreckt und auch ein bisschen scaren lässt. Die Spielzeit ist sehr an das Original angelehnt, somit wird diese ca. 15 Stunden bieten und nicht wie bei Resident Evil 3 damals 6 oder 7 Stunden, sondern man kriegt doppelt so viel und das braucht es auch wirklich für den Preis, was man natürlich dafür bezahlt. Die Leute, die Resident Evil 4 das alte gespielt haben, wissen es wahrscheinlich schon, aber das Messer wird wichtiger als man denkt. In den alten Teilen hat man das Messer benutzt, um vielleicht nochmal nachzuschauen, ob ein Zombie wirklich tot ist oder überlebt oder um einen Konter zu nehmen oder ein bisschen sich zu verteidigen, indem ein Zombie eingepackt hat. Diesmal wird das Ganze aber auch so sein, dass man auch alleine mit dem Messer schon zum Beispiel, wie in der Demo man auch sehen kann, eine Kettensäge kontern kann und natürlich die Zombies auch ein bisschen, wenn sie auf dem Boden liegen, wieder abstochern kann, um wirklich zu schauen, ob sie leben oder ob sie noch tot sind, soweit sie tot sein können. Schleichen, wie man in der Demo schon sehen kann, wird diesmal wichtiger als der Nähe. Das heißt, es muss nicht sein, dass man unbedingt 100% jeden Fight nehmen muss, sondern es kann sein, dass man sich mal hin und wieder so ein bisschen von einem Gegner davon schleichen kann. Da kann man auch ein bisschen Munition sparen, ist gar nicht mal so verkehrt für dieses Spiel eigentlich. Nahkampfangriffe außerhalb mit dem Messer werden diesmal sehr krass. Wie man auch vielleicht in den alten Teilen schon kennt, gab es geile Moves und diesmal ist natürlich auch ein geiler Kung-Fu-Tritt mit dabei. Man kann mit Leon einfach den Zombie schön in die Fresse kicken. Wenn zwei, drei Zombies in der Nähe oder aneinander sind, haut man die alle drei auf einmal weg. Und somit kann man auch natürlich sich ein bisschen Zeit verschaffen, gleichzeitig aber auch ein bisschen Munition einfach sparen, weil mit diesen Moves kriegt man auch ein bisschen Freiraum. Man kennt es vielleicht von Resident Evil 2 oder auch 3. Man wollte einfach nur bei dem Zombie vorbeilaufen, weil man vielleicht keine Munition mehr hat, aber dann plötzlich rennen die auf einen zu und man hat keine Chance zu entkommen. Bei Resi 3 konnte man wenigstens noch so einen kleinen Schub nach vorne machen oder so eine Rolle machen, dass man ausweichen kann, aber bei Resident Evil 2 war es fast unmöglich. Mit so einem Kung-Fu-Tritt kann man das jetzt auch schon ein bisschen kontern. Es wird Nebenquests geben. Man muss nicht straight der Main Story folgen, sondern man kann wirklich auch mal ein paar Nebenmissionen machen. Falls man vielleicht nicht das Spiel plötzlich einfach durchspielen möchte, sondern einfach noch ein bisschen eine kleine Abwechslung haben möchte und vielleicht die, ich sag mal, Gegend zu erkunden, kann man jetzt wirklich auch mal Nebenquests machen. Ist für mich ganz cool, weil bei mir ist es so, wenn ich einmal die Main Story durchgespielt habe, egal was für ein Open-World-Spiel es ist oder was für ein Game es ist, dann verliere ich sehr stark die Motivation. Aber wenn ich jetzt noch nebenbei während der Main Story ein paar Nebenquests machen kann, ist es für mich schon eine schöne Abwechslung. Wie vorhin schon erwähnt, wurde kaum etwas geschnitten. Man bekommt fast die volle Spielzeit wie in dem alten Resident Evil 4 und das ist auch sau wichtig. Resident Evil 3 wurde damals relativ stark auch gehatet, obwohl ich es nicht so schlimm fand, dieses Game. Aber alleine daher, weil ja auch viel rausgeschnitten worden ist. Und ja, dieses Mal ist es nicht so der Fall und ich freue mich da extrem drauf. Ich weiß nicht, wie es mit den Zwischensequenzen ist. Ich fand es bei Resident Evil 3 relativ viele Zwischensequenzen, fand es aber auch cool, weil es einen wirklich an so einen Kinofilm erinnert hat. Und da bin ich sehr gespannt, wie es da sein wird, weil ich finde Resident Evil 2 das Remake, 3 das Remake und hoffentlich auch 4 kann wirklich kinoreif sein. Die Quicktime-Events sind fast komplett gestrichen. Im alten Resident Evil 4 waren die Quicktime-Events schon sehr penetrant. Man hat bei fast jedem Fight Quicktime-Events gebraucht, vor allem bei dem Fight gegen Krauser. Kennt man es vielleicht noch, man hat eigentlich nur mit einer Taste die ganze Zeit irgendwelche Knöpfe drücken müssen, um den Fight zu gewinnen. Klar, Resident Evil 4 damals war so das erste Resident Evil, wo du so in der Ego-Perspektive, Quatsch, gar nicht wahr, in der Third-Person-Perspektive laufen kannst. Oder ich sag mal dreidimensional laufen kannst, aber trotzdem, es war schon krass mit den Quicktime-Events. Die wurden jetzt zum Teil rausgenommen, heißt du musst wirklich selber deinen Charakter steuern, auch gegen den Bossfight gegen Krauser musst du selber ausweichen, angreifen. Wie man es bei den alten zwei Remakes auch kennt, habe ich Bock drauf, weil ich das natürlich also geiler finde, man ist auch viel freier einfach und da freue ich mich auch sehr drauf und bin mal gespannt einfach, wie es wird. Der Regen wird wohl auch stark mit dem Gameplay zu tun haben, bedeutet, wenn es stark regnet oder stürmisch ist, wird man schlechter sehen können oder auch mit der Waffe schlechter zielen können. Das ist jedoch extra, einfach aus dem Grund, dass es einen gewissen Chaos- oder Stressfaktor in einen auslöst.
dass man wirklich denkt, okay, jetzt ist es schwieriger und so ein bisschen, ich sag mal, dass man so ein bisschen Arschwasser bekommt. es nicht so leichter natürlich gegen die Untoten. Ich bin natürlich sehr gespannt, wie es ist, ob es dann doch ein bisschen zu krass oder zu schwer wird oder ob sie es genau passend treffen. Aber da lassen wir uns einfach mal überraschen. Dann noch ein kleines Dankeschön an Gaming Bold, denn die Inspiration für dieses Video war von ihm oder von diesem Kanal. Da könnt ihr gerne vorbeischauen. Das Originalvideo findet ihr natürlich in der Videobeschreibung.